Innenminister Boris Rhein auf dem Weg von der Konferenz der innenpolitischen Sprecher von CDU und CSU, die heute im Landtag zu Ende ging, zur Vorstellung des hessischen Verfassungsschutzberichts 2012. Und was steht nun drin? Zunächst einmal, dass unser schönes Bundesland Hessen auch weiterhin bedroht wird, und zwar sowohl von innen als auch von außen. Die weitaus größte Gefahr gehe inzwischen aber nicht mehr von Rechts- oder Linksradikalen, sondern eindeutig von Islamisten und da ganz speziell von Salafisten aus. Besonders bedenklich seien dabei die immer stärkeren Versuche islamistischer Extremisten, junge Menschen auf ihre Seite zu ziehen und sogar für den heiligen Dschihad zu rekrutieren. Es gibt viele Meldungen über Familien, die von heute auf morgen voller Not und Angst darüber berichten, dass ihre Söhne weg sind, die möglicherweise vorher auf einer dieser Rekrutierungsveranstaltungen gewesen sind. Das Schlimme ist natürlich, die Ausreisenden werden dort vor Ort ausgebildet. Sie kommen dann zurück, und zwar voller Hass. Sie kommen zurück ausgerüstet und ausgebildet mit dem Handwerkszeug, das tödlich wirken kann. Und sie sind am Ende dann natürlich auch tickende Zeitbomben, die früher oder später möglicherweise verwandelt werden zu nicht mehr tickenden Zeitbomben, sondern wirklich zu Zeitbomben. Rund 120 Menschen in Deutschland, davon etwa ein Dutzend in Hessen, seien nach Erkenntnis des Verfassungsschutzes diesem extrem gefährlichen Personenkreis der tickenden Zeitbomben zuzuordnen. Diese gehörten aber größtenteils verbotenen oder kurz vor dem Verbot stehenden islamistischen Vereinigungen an und stünden allesamt unter strenger Beobachtung. Doch das sei leider nicht bei allen potenziellen Terroristen möglich. Große Sorge bereiten mir nach wie vor Einzeltäter. Die großen Bewegungen, ich will es mal so vom große Bewegungen hat man natürlich besser im Blick. Große Bewegungen, große Netzwerke können wir viel besser angehen als einen Einzeltäter wie Arit U damals, der erste in Deutschland realisierte Anschlag eines islamistischen oder eines Attentäters mit islamistischem Hintergrund, der in Klammern, das sage ich ja, auch Kontakte, ganz intensive Kontakte zu Salafisten gehabt hat. Mir bereitet das große Sorge, weil das Personen sind, die sich in der Regel via Internet oder via einzelner Veranstaltungen, auf die sie ziemlich unerkannt hingehen können, selbst radikalisieren. Um das Übel bei der Wurzel zu packen, sei es deshalb vor allem auch wichtig, Hassprediger des Landes zu verweisen. Das sei zwar nicht immer möglich, etwa dann, wenn der entsprechende Hassprediger, so wie etwa Pierre Vogel, die deutsche Staatsangehörigkeit besitze. Ansonsten aber gängige Praxis. Einer der prominentesten Protagonisten ist hier gewesen der Mohammed Mahmoud, der im Februar 2012 nach Erbach gezogen ist, der Anführer der dschihadistischen Vereinigung Milatu Ibrahim gewesen ist, die der Bundesinnenminister mit unserer Unterstützung verboten hat und den ich ausgewiesen habe. Schließlich sei man in Sachen islamistischer Terrorismus auch noch besorgt, dass viele gewaltbereite Islamisten zurzeit den Weg nach Syrien finden könnten, wodurch ein neues extremes Gefährdungspotenzial entstehe. Das andere große Thema des hessischen Verfassungsschutzes sei nach wie vor der Rechtsextremismus. Zwar sei die Zahl der Gewalttaten in diesem Bereich in Hessen auf gerade mal 13 zurückgegangen, aber auch das seien eben noch 13 zu viel. Zumal gleichzeitig die Anzahl der rechten Rekrutierungsversuche in Fußgängerzonen oder sogar auf Schulhöfen eher noch ansteige.